Heute ist Thriller-Time. Ich habe dir versprochen, dass ich dir auf diesem Kanal Bücher vorstelle, die ich sau gerne lese und die mir beim Entspannen helfen und bei denen ich so richtig chillen kann, wenn ich viel zu viel wieder gearbeitet habe. Und heute gibt es Ehrenschuld von Tom Clancy. Das ist jetzt kein ganz neues Buch, sondern das ist einer dieser Klassiker, die ich in meinem Trailer versprochen habe. Das Buch ist ein paar Tage älter, aber ich fange diesen Kanal gerade mit diesem Buch an, weil es nicht nur einer der besten Thriller-Autoren des letzten Jahrhunderts ist und der leider schon verstorben ist, aber diese Bücher sind zum Teil sowas von prophetisch, was ich damit meine, wirst du in diesem Video noch merken. Ehrenschuld ist von Tom Clancy. Tom Clancy ist, wie gesagt, einer der besten Thriller-Autoren des 20. Jahrhunderts. Der Mann hatte Zugang zum Weißen Haus, zu verschiedenen Regierungsstellen für seine Recherchen. Die haben jederzeit mit ihm gesprochen und du kennst garantiert auch etwas von ihm. Wenn du die Filme mal gesehen hast, zum Beispiel Jagd auf Roter Oktober, Der Anschlag, Das Kartell, Stunde der Patrioten und so weiter und so fort, dann kennst du auch sogar die Hauptfigur aus diesem Roman. Die Hauptfigur, die oft bei Tom Clancy vorkommt und die auch meine Lieblingsfigur von Tom Clancy ist, das ist Jack Ryan. Aus dem Kino kennst du ihn, gespielt unter anderem von Alec Baldwin, von Harrison Ford, von Ben Affleck oder von Chris Pine. Also den Namen hast du garantiert schon gehört und den Charakter auch schon mal gesehen. Der hat mit Ben Affleck, das war zwar nicht der erste Film, aber das war der Film in der frühesten Stelle der Karriere von Jack Ryan, hat er da angefangen als Analyst bei der CIA. Und über die Jahre ist er da auch weiter aufgestiegen, beim Kartell war er stellvertretender Direktor der CIA. Und in diesem Buch, bei Ehrenschuld, ist er mittlerweile nationaler Sicherheitsberater der USA. Die Bücher verstehen sich alle auch einzeln, zumindest fast alle der Nachfolger hier, ist ein bisschen schwierig, der braucht schon das Buch, um es richtig gut zu verstehen. Aber ansonsten kann man die auch verstehen, wenn man die anderen nicht gelesen hat. Und dieses hier ist definitiv mein Lieblingsbuch von Tom Clancy. Jack Ryan ist, wie gesagt, nationaler Sicherheitsberater. Eigentlich zu einer Zeit, wo es schon etwas ruhiger geworden ist. Kalten Krieg haben wir da schon eine ganze Weile nicht mehr. China ist immer wieder ein Thema, auch in anderen Büchern von Clancy, die davor und danach kamen. Aber für dieses Buch hat er sich dann doch mal nicht die zu erwartenden Standardfeinde ausgedacht. Also Jack Ryan, frisch ernannter Sicherheitsberater des Präsidenten, denkt, es ist eine vergleichsweise ruhige Zeit mit den normalen kleinen Problemchen. Aber im Hintergrund, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich, und das wird dann hier auch ganz spannend, weil es auch das ganze Banken- und Finanzsystem angeht, da werden Sachen vorbereitet, die in den USA niemand erwartet. Und Tom Clancy sucht sich eine kleine Parallele tatsächlich zu den 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts aus. Denn auch in diesem Buch geht es diesmal um Japan. Wenn du jetzt nicht der große Geschichtsfreak bist, in den 30er, 40er Jahren war es zwischen den USA und Japan, bevor es zum Krieg kam, eigentlich mehr ein bisschen wirtschaftlicher Ärger, der am Ende zum Teil des Zweiten Weltkriegs im Pazifik geführt hat. Und in diesem Buch geht es wieder in so eine Richtung. Das heißt, Tom Clancy greift das Ganze wieder auf, was in den 30er, 40er Jahren passiert ist, und bringt sozusagen eine moderne Neuauflage davon für Ärger zwischen Japan und Großbritannien ins Spiel. Das Ganze geht eigentlich harmlos los mit einem Autounfall. Und leider hat das mit der Konstruktion eines Benzintanks zu tun, aber eben auch mit der politischen Einstellung einiger Senatoren und dem Thema Handel. Handelskriege, wir erleben es ja heute ein bisschen so zwischen Großbritannien und der EU, da schwelt immer so ein Handelskrieg in der fernen Zukunft. Da rechne ich aber niemals mit einem bewaffneten Konflikt, um das gleich mal zu sagen. Das Thema habe ich nur immer im Kopf, weil das Thema meines größten Kanals ist. Aber in dem Buch geht es halt dann zwischen Japan und den USA um den Handel und eben auch um eine Art Handelskrieg. Die Amerikaner beschließen aufgrund dieses Autounfalls und allem, was damit zusammenhängt, ein Gesetz rauszubringen, wo die Gesetze anderer Länder eins zu eins kopieren, um sie gegen diese Länder anzuwenden.
Das gefällt Japan an dem Punkt gar nicht. Da stecken aber einige dahinter, die auch den Ausgang des Zweiten Weltkrieges nie akzeptiert haben und sämtliche Folgen davon und die wieder an der japanischen Vormachtstellung arbeiten. Ich finde es aber genial, dass er sich diesmal Japan ausgesucht hatte und eben nicht Russland oder China, was man ja auch immer erwartet, sondern eben Japan, wo man ja heute niemand verdächtigt, dass genau das passiert. Also der Teil ist jetzt nicht prophetisch gemeint, was ich am Anfang des Videos sagte. Aber die ganze Sache eskaliert, weil da bestimmte Leute im Hintergrund die Strippen ziehen. Es ist sehr interessant, was man in dem Buch dann auch lernt über die japanische Gesellschaft. Tom Clancy hat immer extrem viel recherchiert, auch in den USA, im ganzen Hintergrund des gesamten Regierungsapparates und geht auch sehr auf Details. Das wird aber trotzdem nicht langweilig, auch wenn du die Dicke des Buches gesehen hast. Das Buch wird nicht langweilig, das hat auch richtige Mega-Höhepunkte. Also keine Sorge dafür, weil es mal ein paar Seiten mehr sind. Ich lese das in einer relativ kurzen Zeit, weil man es, wenn man es anfängt, relativ schnell an den Punkt kommt, wo man es erstmal nicht mehr weglegen will. Auch wenn man es muss, man muss schlafen, essen, arbeiten. Leider, sage ich mir manchmal, wenn ich solche Bücher lese. Und Tom Clancy hat auch eben sehr ausführlich diese ganzen Hintergründe der japanischen Gesellschaft mit reingebracht. Das hört sich jetzt vielleicht erst sehr langweilig an, ist es aber nicht. Ist nur schwierig zu erklären. Aber das Ganze macht das überhaupt erstmal so spannend. Und die Japaner in dem Fall gehen halt nicht nur den normalen Weg, da ein bisschen militärisch Ärger zu machen, sondern Tom Clancy hat das wirklich auf die heutige Zeit super angepasst und die nehmen auch den ganzen Finanzmarkt mit in Griff. Und in dem Buch wird auch gezeigt, wie zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, wie einfach es gewesen wäre, den Finanzmarkt als Waffe einzusetzen oder wie einfach es gewesen wäre, dort zu manipulieren. Ich meine, wir haben den Crash ja, da war das Buch aber schon lange geschrieben, von den Finanzmärkten gehabt und haben gemerkt, wie fragil das Ganze ist. Da war er vielleicht ein bisschen prophetisch, auch wenn das dann in unserem Fall hoffentlich niemand mit Absicht getan hat und das bis heute nicht rausgekommen ist. Aber in dem Buch wird da mit Absicht rum manipuliert. Und das Ganze führt auch zu einem heißen Konflikt parallel zu der Finanzgeschichte. Ich muss halt immer aufpassen, wenn ich jetzt gerade erzähle, dass nicht zu viel Spoiler, dass ich dir nichts wegnehme, wenn du es liest. Aber das ist schon hochinteressant. Und das Finale des Buches, da kommen wir zu dem, wie es prophetisch wird. Es ist nicht 1:1, aber verdammt nah dran. Das heißt, das ist das Buch, wo alle immer gesagt haben, hat Tom Clancy den 11. September vorausgesagt. Da will ich dir jetzt auch nicht zu viel erzählen, aber das Ende dieses Buches ist verdammt spannend und verdammt aufschlussreich und leider viel zu nah an der Realität. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, dieses Buch mal zu lesen. Ich habe es schon zigmal gelesen und ich bin mir sicher, ich werde es auch noch zigmal lesen. Ich gebe dir nur einen kleinen Ausschnitt mal, ohne zu spoilern, damit du einmal ein bisschen was vom Schreibstil mitbekommst, ohne dass ich hier zu viel schon wegspoiler. Ist eine Szene mitten aus dem Buch, die ist relativ kurz und da kriege ich dann hoffentlich auch keinen Zitatärger. Aber ich möchte dir halt nur mal eben was zu diesem Stil von Tom Clancy auch vorstellen. So eine kleine Szene, das mache ich dann in allen Videos, die jetzt nach diesem Video noch kommen. Das ist ja heute das erste. Also aus dem Buch Ehrenschuld von Tom Clancy. Das war eine großartige Rede, Goto-san. Yamata schenkte reichlich Sake in eine erlesene Porzellanschale. Sie haben die Dinge zurechtgerückt. Sie haben wohl gesehen, wie sie auf mich reagiert haben. Der kleine Mann sprudelte über vor Begeisterung und er wuchs zusehend vor den Augen seines Gastgebers. Und morgen werden sie ihr Kabinett haben und übermorgen ihr neues Amt, Hiroshi. Sind Sie sicher? Ein Nicken und ein Lächeln, das wahre Hochachtung verriet. Natürlich, meine Kollegen und ich haben mit unseren Freunden gesprochen und sie sind einer Meinung mit uns, dass sie der Einzige sind, der unser Land retten kann. Wann wird es losgehen? Fragte Goto, plötzlich ernüchtert von den Worten, denn er wusste genau, was sein Amtsantritt bedeuten würde. Wenn das Volk auf unserer Seite ist. Sind Sie sicher, dass wir... Ja, bin ich sicher. Yamata schwieg. Das ist jedoch ein Problem. Worin besteht es?
Ihre Freundin Hiroshi, wenn öffentlich bekannt wird, dass Sie eine amerikanische Mätresse haben, sind Sie kompromittiert. Wir können uns das nicht leisten. Ich hoffe, Sie werden das verstehen. Diese Stelle habe ich rausgesucht, weil sie einen kleinen Hinweis gibt, nachdem du das Buch angefangen hast zu lesen, aber keinen zu großen. Aber eben auch schon etwas zeigt, was ich vorhin erwähnt habe zum Thema japanische Kultur. Ich habe natürlich jetzt alle Stellen umschifft, die zu sehr für die Handlung des Buches. Offensichtlich sind die dir zu viel spoilern, aber diese Stelle sagt schon etwas über diese Kulturgeschichte. Und jetzt ein japanischer Politiker mit einer amerikanischen Mätresse ist natürlich dann schon ein sehr interessanter Punkt. Und der eine will Premierminister werden und der andere ist ein hoher Wirtschaftsboss. Das ist das Gespräch, was ich dir gerade vorgelesen habe. Und das sollte dir auch ein bisschen was über diese Kultur aus der Zeit erklären, wie es da gelaufen ist. Und Tom Clancy hat das alles wirklich in sich aufgenommen und in Worte gefasst in ein wirklich großartiges Buch. Also, ich kann es dir nur ans Herz legen. Das ist natürlich heute immer noch im Handel, wie alle Bücher, die ich dir vorstelle, damit ich dir nicht den Mund wässrig mache und du kannst es dann trotzdem nicht mehr lesen. Nein, auch wenn es ein Klassiker ist, den kriegt man auch heute noch überall. Wenn du einen Vorschlag haben willst, ich packe immer einen Link in die Kommentare unter das Video und da kannst du dann draufklicken und selber schauen. Das Schöne an den Clancy-Büchern ist, die sind jetzt für die Länge nicht megamäßig teuer. Da kenne ich ganz andere Geschichten. Leider auch ein paar Bücher, die ich dir vorstelle, die sehr viel kürzer sind und teurer sind. Weil das ja auch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich ist. Ich hoffe, ich habe dir jetzt ein bisschen Geschmack gemacht auf das Buch. Ich werde es sicherlich bald schon wieder lesen müssen, weil ich es jetzt wieder in der Hand hatte und dann auch wieder auf den Geschmack gekommen bin. Aber dich sehe ich hoffentlich in meinem nächsten Video. Und wenn du es nicht verpassen willst, vergiss nicht, den Kanal auch zu abonnieren und die kleine Glocke zu drücken. Dann verpasst du nämlich kein neues Video mehr. Ich sehe dich gleich in meinem nächsten Video. Viel Spaß!